Die Fußballfans sind nach der Corona-Pandemie wieder zurück in deutschen Stadien. Bayern München ist deutscher Meister, Real Madrid gewinnt die Champions League. Es ist alles wie immer, eigentlich. Doch es tut sich was hinter den Kulissen im deutschen Amateur- und Profifußball. Der DFB hat die Spielordnungen vor allem in den Jugendspielklassen umgekrempelt. Es geht um Kopfbälle und Kopfverletzungen. Eine Revolution geht vonstatten, angeführt auch von Amateurvereinen, auch hier aus Dresden. Das hat einen ernsten Hintergrund. Ein Hintergrund, der in der Berichterstattung rund um den Fußball nach wie vor zu kurz kommt. Die Zahl der Gehirnerschütterungen im Profifußball nimmt zu. Für die letzten Spielzeiten liegen noch keine Daten vor, die Tendenz ist aber eindeutig. Mediziner gehen davon aus, dass es im Durchschnitt an jedem Spieltag zu einer Kopfverletzung kommt. Das hat Folgen. 2020 sorgte eine Studie aus Schottland für Aufsehen, die ehemaligen Fußballspielern ein 3,5-mal höheres Risiko bescheinigt, an Demenz oder Parkinson zu erkranken. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen schätzen MedizinerInnen das Risiko von Folgeschäden besonders hoch ein. Wir möchten herausfinden, was der Fußball tut, um das Risiko von Kopfverletzungen vor allem für Jugendspieler zu verringern. Was macht der DFB? Wie sehen das Vereine und wie sehen das Profis? Wie wird überhaupt eine Gehirnerschütterung am Spielfeldrand diagnostiziert? Sollte man das Kopfballspiel, wie in England diskutiert, vielleicht sogar gänzlich verbieten? Und vor allem, warum will eigentlich niemand so richtig über das Thema reden? Dass das Thema Kopfverletzungen im Fußball, der Umgang damit und eventuelle Langzeitschäden immer noch eine Art Tabuthema im Fußball sind, zeigt der Beginn unserer Recherche. Wir haben ganz viele Studien gefunden, wir haben ganz viele Artikel gefunden, aber auf unsere Nachfragen will sich kein Verein mit uns treffen, wollen Profis sich nicht äußern und auch die Verbände tun sich schwer. Wir fragen uns ein bisschen, warum das so ist und warum da niemand drüber reden will, obwohl das Thema medial so präsent ist. Wir haben in den letzten Bundesligaspieltagen eine große Verletzungsserie bei Arminia Bielefeld gehabt, die für einen Aufschrei gesorgt hat. Wir haben Sebastian Rode gesehen, der im Finale der Europa League mit einem Kopfverband und Platzwunde quasi das komplette Spiel durchgespielt hat, was auch ein großes Echo nach sich gezogen hat. Und trotzdem möchte da von offizieller Seite niemand so richtig mit uns sprechen. Nach langer Suche und einigen Anrufen hat sich der DFB bereit erklärt, uns ein Interview zu geben. In Leipzig wollen wir uns mit dem sportlichen Leiter der Nachwuchsleistungszentren Markus Hirte treffen. Dabei soll es um die Reformen im Jugendfußball gehen, die der Verband beschlossen hat. Die sollen auch dabei helfen, Kopfverletzungen im Kindesalter vorzubeugen. Hi, Benjamin Jakob. Markus Hirte. Wir haben ja jetzt gerade durch den Bundesjugendtagbeschluss zum ersten Mal im Kinderbereich Wettspielformen in den allgemeinverbindlichen Teil der Jugendordnung des DFB aufgenommen. Die Beschlüsse des DFB aus dem Frühjahr 2022 fördern vor allem das Spiel mit dem Ball. Einwürfe fallen weg, Abstöße werden nicht hoch ausgeführt, Ecken werden eingedribbelt. Im Mittelpunkt steht der Spielspaß. Dass durch weniger hohe Bälle auch das Risiko von Kopfverletzungen oder zu harten Kopfbällen deutlich sinkt, war laut DFB eher ein Nebeneffekt, der aber durchaus wünschenswert ist. Und das bietet aber auch eine gewisse Flexibilität in den Wettspielformen. Aber die Prinzipien, kleine Mannschaften, kleine Felder, Kinder mit den Feldern und Mannschaften mitwachsen zu lassen, dieses Prinzip zieht sich durch. Und innerhalb dieser Möglichkeiten gibt es halt unterschiedliche Formen, das dann umzusetzen. Verbindlich wird die Spielordnung ab Sommer 2024. In der Pilotphase haben Vereine aus ganz Deutschland mitgewirkt. Und das, was der DFB vorschlägt, wollen wir uns in der Praxis anschauen. Einer der Vorreiter für kindgerechten Fußball ist der Stadtverband Dresden. Wir sind bei einem E-Jugendturnier. Für diese Altersklasse hat der Verband die neue Spielordnung schon eingeführt.
Am Spielfeldrand sind wir mit Mike Uschner verabredet, dem Vorsitzenden des Jugendausschusses. Also wir haben das in der vorherigen Saison umgestaltet, die Spielformen, sind auf die Empfehlungen vom DFB schon eingegangen und auch vom Sächsischen Fußballverband den Kinderfußball auf 3-gegen-3 Modelle und 5-gegen-5 Modelle umzustellen. Heute haben wir 3-gegen-3 Festival hier erlebt und großer Vorteil davon ist mehr Ballberührungen. Wir haben sozusagen mehr Dribblings, wir haben viel mehr Tore, mehr Erfolgserlebnisse für die Kinder. Somit ist der Spaßfaktor für die Kinder viel höher und ist einfach kindgerechter. Und was sagen die Eltern und Betreuerinnen dazu? Spaßbetonte Turniere und keine Kopfbälle, fehlt da nicht was? Du machst das. Überhaupt nicht, weil es geht ja auch noch gar nicht so sehr, gerade in dem ganz kleinen Kindesalter, darum, ein Spiel zu entwickeln, sondern erstmal den Kindern das Fußballspielen an sich nahezubringen, ne? Und eher Einzelaktionen dort zu trainieren und dass die erstmal einen Ball kennenlernen. Also DFB hat dieses Jahr im Frühjahr auf dem Bundesjugendtag eine Richtlinie beschlossen, dass das Kopfballspiel grundsätzlich nicht verboten werden soll, aber man das Ganze dahin entwickelt, dass weniger Kopfbälle im Spiel, im Training passieren. Sei es durch zusätzliche Kindertrainerzertifikate, wo die Trainer im Kinderfußball schon dahingehend ausgebildet werden, mit Unterstützung von den Kinderspielformen. Und wir als Stadtverband haben eigentlich die Aufgabe, dass wir es umsetzen müssen in der letzten Position, weil wir diejenigen vor Ort dann sind. Also wir haben besonders engagierte Trainer auch bei uns im Jugendausschuss sitzen. Vereine, die sich besonders engagieren, sei es der VfB Hellerau-Klotzsche zum Beispiel, die seit Jahren schon diesen Kinderfußball spielen, sich sogar aus unserem regulären Spielbetrieb rausbewegt haben und das vorangetrieben haben. Und wir als Stadtverband haben gesagt, lass uns offen sein für neue Sachen, für moderne Spielformen, für kindgerechten Fußball. Weniger Verletzungen, mehr Erfolgserlebnisse und damit fahren wir gut. Alle Menschen, mit denen wir bei dem Turnier in Dresden ins Gespräch gekommen sind, bestätigen den Eindruck. Die Kinder und auch die Eltern vermissen die Kopfbälle nicht. Und man merkt bei den Kindern einfach, dass sie total Spaß am Fußball haben, auch ohne dass sie Kopfball spielen. Wir sind immer beim Spiel dabei und beobachten das auch. Also ich natürlich aus physiotherapeutischer Sicht beobachte das natürlich auch noch ein bisschen anders. Und muss sagen, die Kopfbälle sind ja eigentlich, werden gar nicht mehr so geübt. Auch im Training wird kein Kopfball mehr geübt, weil ich es eigentlich sinnvoll finde. Oder ich persönlich finde es auch sinnvoll, weil ich ja weiß, was passieren kann, wenn man zu viele Stöße auf den Kopf bekommt oder die Patienten dann auch zu mir kommen mit Schädelhirntraumen, dass gerade bei den Kindern sehr stark darauf geachtet werden sollte, dass eben das nicht primär geübt wird. Ob zu viele Kopfbälle tatsächlich Schädelhirntraumata auslösen können, da ist die Studienlage schwierig. Die Forschung zu Gehirnerschütterungen im Sport und deren Folgen, vor allem bei Kindern, ist sehr kompliziert, sagen uns MedizinerInnen. Wir sind auf dem Weg nach Hamburg, wo an einer neuen Diagnosemethode zu Gehirnerschütterungen geforscht wird. Wir sind angekommen mittlerweile in Hamburg, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und wir haben uns auf der Fahrt hierher gefragt, wie ihr das seht. Habt ihr schon mal Erfahrung mit Kopfverletzungen beim Sport gemacht, beim Fußball im Speziellen, wenn ihr selber spielt? Und was glaubt ihr, wie das Fußballspiel sich verändern würde, wenn man Kopfbälle komplett verbietet im Amateurbereich und im Profibereich vor allem? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir machen uns jetzt auf zu Herrn Gonczarek und Herrn Hollander, da hinten in der Hamburg Medical School. Wir haben am Telefon ein bisschen was von der VR-Brille erzählt, die sie entwickeln. Das ist irgendwie ein neues Konzept sein soll, wie man Gehirnerschütterungen diagnostiziert beim Fußball, direkt am Spielfeldrand. Das soll ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wir sind vom Guten Appetit. Die beiden Mediziner beschäftigen sich seit Jahren mit Gehirnerschütterungen im Sport und deren Folgen. Ihr Forschungsprojekt ist noch am Anfang, soll aber in Zukunft schnelle und verlässliche Diagnosen am Spielfeldrand ermöglichen. Derzeit testen die Forscher das Experiment und erheben Daten. Dabei sind sie auf ein Problem gestoßen. Sehr cool. Im Jugendbereich ist es wirklich so ein bisschen, da fischen wir noch im Dunkeln. Also da hat man natürlich Überlegungen, die man aus Physiologie kennt, also aus der normalen Entwicklung. Aber richtig klare, handfeste Daten haben wir aktuell nicht. Prinzipiell ist es natürlich immer etwas schwieriger, bei Kindern oder Jugendlichen Forschungsprojekte genehmigt zu bekommen oder durchzuführen. Also tatsächlich war es in diesem Projekt auch so, dass wir das initial für eine jugendliche Kohorte überlegt hatten.
es dann aber von Seiten des Bundesinstituts für Sportwissenschaften die Rückmeldung gab, wenn wir die Vermutung haben, dass Kopfbälle gefährlich sein könnten, dann dürfen wir das eigentlich nicht bei Kindern untersuchen. Und deswegen sollten wir das erstmal bei Erwachsenen machen. Es ist die Frage, inwiefern man die Erwachsenendaten auf die Kinderpopulation sozusagen übertragen kann. Das ist relativ schwierig. Welche Auswirkungen wiederholte Kopfbälle bei Kindern haben, ist also nur schwer zu erforschen. Aber dass es sie gibt, da sind sich MedizinerInnen einig. Normale Fußbälle haben laut Studien eine Krafteinwirkung von 20, 30, manchmal 40 G auf den Kopf. Zum Vergleich, 20 G entspricht der Krafteinwirkung, wenn ein Auto mit 50 km/h gegen eine Wand prallt. Was passiert in so einem Gehirn, wenn solche Krafteinwirkungen von 20, 30 G wirken? Wenn wir uns das Modell mal anschauen, so ist ja das Gehirn im Schädel geschützt durch Krafteinwirkung, aber es schwimmt dort in einer Flüssigkeit im Liquor und wenn ich eine Gewalteinwirkung von außen habe, sei es jetzt von vorn oder von der Seite, dann beginnt das Gehirn im Schädel zu wackeln. Das heißt, auf der einen Seite werden die Nervenfasern gestaucht und auf der anderen Seite gezerrt. Das ist bis zu einer bestimmten Beschleunigung kein Problem. Aber wenn das in ein höheres Ausmaß kommt, dann kann es zu Zerreißungen auch von diesen Nervenfasern führen. Und dann kann es auch zu Funktionsstörungen oder Schäden Anlass geben. Was sind das so für Schäden? Also was sind da so die gängigen Diagnosen dann, wenn das zu häufig passiert? Also unser Gehirn ist ja unser komplexestes Organ. Und so ein Schädelhirntrauma ist eine sehr komplexe Verletzung. Und wir haben zum Teil kognitive Störungen, also Merk- und Konzentrationsstörungen. Wir haben aber auch körperliche Störungen, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen. Und wir haben, und das wird häufig nicht so schnell erkannt, auch emotionale Beeinträchtigungen, also eine schnelle Reizbarkeit, aber eben auch Schlafstörungen. Also ein ganzes Programm. Was immer wieder sehr auffällig ist, ist so ein leerer Blick, den die Sportler haben. Häufig stehen gar nicht so Bewusstlosigkeiten im Vordergrund, sondern Hirnfunktionsstörungen, derjenige weiß gar nicht, was eigentlich mit ihm passiert. Aber das ist auch das Gefährliche. Der steckt voller Adrenalin und kann gar nicht selbst erkennen, was mit ihm los ist. Und wir versuchen, Sehstörungen oder Beeinträchtigungen der Augenbewegungen hier zu messen. Es ist wie beim Computer. Alles, was mit Bildverarbeitung zu tun hat, braucht eine unheimlich hohe Computerleistung. Und beim Gehirn ist es auch so. Das heißt, es ist ein sehr empfindliches System und das machen wir uns dann zunutze. Können wir uns das mal anschauen? Gerne. Die sind wichtig. Die Herausforderung ist also, eine Gehirnerschütterung überhaupt erstmal zu erkennen. Bei anderen Verletzungen im Fußball ist das einfacher. Ein verdrehtes Knie oder ein ausgekugeltes Schultergelenk ist leichter zu sehen. Und die meisten Verletzungen beim Fußball passieren im Fuß- und Beinbereich. Weit über die Hälfte sogar. Aber knapp 7% aller Verletzungen in der Männerbundesliga betreffen den Kopf. Fast alle davon per Kontakt mit einem Gegen- oder Mitspieler. Die beiden Forscher konzentrieren sich in ihrem Experiment vor allem auf das Sehvermögen der ProbandInnen. Studentin Jenny hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, das Experiment für uns zu machen. Die Mediziner haben eine VR-Brille entwickelt. Der betroffene Spieler oder die betroffene Spielerin muss dann im Ernstfall Aufgaben lösen, wie beispielsweise dem Punkt mit dem Auge folgen. Ein Computer misst dann die Reaktion und Koordination der Pupillen. Ist die Verzögerung zu stark, die Bewegung unpräzise, schlägt das System Alarm. So soll eine neutrale, objektive Diagnose direkt am Spielfeldrand ermöglicht werden. Aktuell ist es so, dass es Schwierigkeiten gibt, die klare Diagnose am Spielfeldrand zu machen. Also vor allem ist das Ganze auf klinischen Tests begründet, die teilweise subjektiv sind und subjektiv sein müssen. Und hier wollen wir eine Dimension mit in die Kopfverletzungsdiagnostik reinbringen, die das Ganze objektiviert. Also wo man einen klaren Wert hat, idealerweise einen Normwert, und sieht, der ist außerhalb oder weit außerhalb der Norm, und wodurch man dann die klinische Entscheidung sozusagen ergänzen kann. Und wir werden im Sommer in Kooperation mit dem Hamburger Fußballverband eine Studie am Spielfeldrand, also die erste Studie am Spielfeldrand, durchführen, wo wir dann die Ergebnisse
Ende des Jahres sozusagen zusammen haben und hoffentlich dann auch nächstes Jahr publizieren können. Das Interesse scheint da zu sein. Auch ein Bundesliga-Verein testet die Brille bereits und unterstützt damit die Forschungsarbeit. Die Diagnostik macht Fortschritte und kann so für mehr Sicherheit im Fußball sorgen. Ein anderer Schritt wäre, Kopfbälle im Fußball gänzlich zu verbieten. Das wird in England gerade heiß diskutiert. Wir würden die Frage danach gern einem Spieler stellen und machen uns auf den Heimweg nach Dresden. Wir haben noch 450 Kilometer vor uns. Das ist schon noch ein Ritt. Vor unserem Termin in Hamburg haben wir Interviewanfragen an mehrere aktuelle und ehemalige Profis und Vereine geschickt. Wir sind wieder zurück in Dresden und es hat sich tatsächlich ein Kontakt zu einem Fußballer ergeben über eine Bekannte. Lennart Ciborra hat uns seine Nummer gegeben, wir haben uns mit ihm verabredet. Lennart spielt jetzt beim CFC Genua in Italien in der Serie A und hat früher aber mal bei Arminia Bielefeld gespielt, die ja vor kurzem diese Serie hatten mit vielen verletzten Spielern am Kopf. Und wir hoffen ein bisschen, dass Lennart die beteiligten Spieler kennt und ein bisschen was zu seinen Erfahrungen dazu sagen hat. Und auch, wie er das in seiner Karriere erlebt hat als Jugendspieler, ob Kopfbälle und die Ausbildung damit schon für ihn eine Rolle gespielt haben oder ob das ein ganz neues Phänomen ist. Wir haben uns verabredet und machen jetzt einen Videocall und schauen mal, was er so zu erzählen hat. Da! So, siehst du mich? Ich sehe dich. Wir wollen ja ein bisschen über Kopfballspiel und Kopfverletzungen und die ganze Thematik reden. Hast du Erfahrungen gemacht? Hattest du selber schon mal eine Gehirnerschütterung im Spiel, im Training? Ist dir schon mal sowas passiert? Tatsächlich, ja. Jetzt, das war noch vor 5-6 Monaten, sagen wir es so, als ich ausgeliehen war nach Arminia Bielefeld. Das ist im Training passiert. Da habe ich nicht hingeguckt und da hat jemand gerade geschossen. Und der Ball ist direkt gegen meinen Kopf geflogen. Ich habe den Ball nicht mal kommen sehen. Bin ja zusammengefallen, zusammengeknickt und war auch ja für ein paar Sekunden weg. Und ja, später hat sich herausgestellt, dass es ja eine Gehirnerschütterung ersten bis zweiten Grades gewesen ist. Jetzt nichts Dramatisches. Hab den nächsten Tag einfach nur pausiert, nur für die Sicherheit und dann ging es auch weiter. Aber man hat auch schon schlimmere Sachen mitbekommen. Jetzt nicht ich persönlich, Gott sei Dank, aber auch von anderen Teamkollegen oder so, die dann auch ja schon Gehirnerschütterung dritten Grades hatten, die dann auch wirklich manche Sachen sogar vergessen hatten, die heute passiert sind oder zu dem Zeitpunkt dann passiert gewesen sind. Und ja. Wie ist das bei euch in der Kabine? Also wenn du sagst, du hast schon auch miterlebt, dass es in Spiele umgekippt ist und sowas, habt ihr da irgendwie in der Mannschaft untereinander geredet darüber, wenn jemand dann irgendwie länger ausgefallen ist mit einer Gehirnerschütterung oder sowas? Ja, der Punkt ist ja, das ist ja so gesagt auch Berufsrisiko. Wir wissen, dass es passieren kann und ich denke, die meisten, die haben persönliche Erfahrungen damit selbst schon gemacht und wenn nicht, wird man es an erster Hand irgendwo schon im Training jetzt schon mal gesehen haben. Natürlich wird dann nach dem Training oder nach dem Spiel darüber gequatscht oder man schreibt dem Kollegen gute Besserung, aber das ist jetzt nicht ein Thema, womit man sich Tage und Wochen lang auseinandersetzt, worüber man philosophiert. Ich kenne jetzt auch keinen in meiner ganzen Karriere, die ich jetzt durchlaufen bin, der irgendwie aufgrund deswegen mal stoppen musste. Ich habe jetzt bei Bielefeld, wo ich gespielt hatte, jetzt in den letzten Spielen von den Jungs, da gab es ja bei Fabi Klos, bei Cedric Brunner und ich glaube bei Fabi Kunze in 3 aufeinanderfolgenden Spielen jeweils eine schwere Kopfverletzung. Aber natürlich ist es unschön und ist doof und unpassend, aber jeder weiß, das kann passieren. Und der Punkt ist ja, man kann ja sich die Jungs angucken, die mit dem Fußball aufhören, die jetzt mit 35, 36, 37 aufhören, die jetzt auch vielleicht schon längere Zeit aus dem Fußball raus sind. Man kann sich die Jungs ja angucken. Und also ich kenne jetzt wenige, die jetzt mit Schäden aus ihrer Karriere gehen, um ehrlich zu sein. Vielleicht gibt es mal einen, aber dann soll sich bitte nicht an diesem Fall hochgezogen werden und dann ein großes Thema daraus gemacht werden, weißt du? Ja, magst du ganz kurz. Für Lennart gehören Verletzungen und auch eventuelle Auswirkungen zum Berufsrisiko. Natürlich kann man erwachsenen Menschen zugestehen, dass sie das bewusst eingehen dürfen.
Aber wie ist das bei Jugendspielern? War das bei Lennart in der Ausbildung schon ein Thema? Nee. Also tatsächlich gab es bei mir nie diese Thematik. Also in meinem Alter, als ich noch jung gewesen bin, da gab es genauso hohe Welle, wie es die heute gibt bei mir. Und da wurde nie irgendwie besonders drauf viel Wert gelegt. Natürlich hat man es mal gehört, irgendwie mit dass ja, Kopfbälle sind schädlich, besonders im Kindesalter, so und so. Aber darüber habe ich mir persönlich nie so Gedanken gemacht. Und ja, das wurde auch nie beachtet in meiner Kindheit. Also von den Trainern oder vom Verband oder irgendwie so. Ich kann halt nur aus meiner persönlichen Perspektive reden, dass ich sage, bei mir gab es niemals diesen Einwand, dass ich irgendwie darauf Wert gelegt habe, auch im Kindesalter. Und bis heute geht es mir auch gut, obwohl ich Kopfbälle damals gemacht habe in der E- und F-Jugend. Falls es darüber jetzt aber Studien geben sollte, dass es im Kindesalter nicht förderlich sei, dann, ja, dann kann ich das auch nur vielleicht empfehlen, in der F-Jugend und ja, vielleicht auch noch in der E-Jugend da nicht so viel Wert drauf zu legen. Es tut sich also einiges im Jugendbereich und auch bei den Profis. Das International Football Association Board, also die Regelhüter des Fußballs, haben im Dezember 2020 ein Testprotokoll zu zusätzlichen Wechseln beschlossen. Variante A: Besteht der Verdacht einer Gehirnerschütterung, bekommt nur das Team mit der verletzten Spielerin eine zusätzliche Auswechslung. Variante B: Beide Teams bekommen einen zusätzlichen Wechsel zugesprochen. Spieler sollen beim geringsten Verdacht auf eine Gehirnerschütterung definitiv aus dem Spiel ausscheiden, ohne dass ihr Team dadurch einen Nachteil erleidet, sagt das IFAB. Getestet werden sollen die neuen Protokolle unter anderem bei der WM in Katar, auch verschiedene Landesverbände machen bereits mit. Lennart sieht zusätzliche Wechsel aber kritisch. Naja, wir müssen ja mal gucken. Wir waren bei 3 Auswechslungen, mittlerweile sind wir schon bei 5 Auswechslungen. Das ist schon ja, deutlich, deutlich mehr. Und jetzt darüber nochmal zu debattieren, dass man eine extra Auswechslung bekommt, falls jemand eine Gehirnerschütterung bekommen sollte, das ist ja dann auch wieder so eine Frage. Dann kann man es ja auch wieder clever spielen. Dann legt sich dann ein Spieler hin, hält sich am Kopf fest, weil er eh schon vielleicht ausgewechselt werden müsste. Die Ärzte plädieren auf, oh, der hat eine Gehirnerschütterung, sage ich jetzt mal, weil er wirklich einen Schlag abbekommen hat, ist vielleicht aber gar keine Gehirnerschütterung. Ja, wer soll das in der kürzesten Zeit, weil es so, ja, muss ja dann auch schnell gehen, wenn es im Stadion ist, und dann, wer soll das beweisen? Weißt du, das beruht ja dann auch auf Vertrauen von den Doktoren der eigenen Mannschaft. Und meiner Meinung nach könnte man da auch sehr, sehr viel tricksen. Deshalb halte ich von dem Vorschlag absolut gar nichts. Das IFAB hat Vertrauen in Mannschaftsärzte und geht nicht davon aus, dass man zusätzliche Wechsel missbrauchen würde. Aber das Argument von Lennart ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Wir haben uns gefragt, wie sich das für einen Mannschaftsarzt darstellt, und haben uns mit Unais Al-Sadi verabredet, der Dynamo Dresden medizinisch betreut. Das ist natürlich ein Punkt, den muss man mitdiskutieren, den muss man mit berücksichtigen. Dafür sind Expertengremien notwendig, wo aus meiner Sicht auch aktive Spieler, Spielerinnen und Spieler mit reingehören. Und genau diese Perspektive nehme ich auch mitzugeben und nicht nur das, was vielleicht irgendwelche ärztlichen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, sondern dass wir versuchen, das wirklich ganzheitlich mit allen beteiligten Gruppen konstruktiv zu lösen. Denke aber auch, dass die Kopfverletzung eine Verletzungsart ist, die häufig initial fehleingeschätzt wird, weil es sehr schwer ist, richtig einzuschätzen und dann auch wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Und glaube eigentlich nicht, dass der Missbrauch in Anführungsstrichen so groß ist. Die Diskussion darum ist produktiv. Und ich würde es begrüßen, wenn man da das weiter diskutiert und da zum Beispiel einen zusätzlichen Wechsel einführt. Und die Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien machen sich ja da sehr stark für dieses Modell zum Beispiel. Ich denke, die Diskussion darum ist gut. Und ich fände es auch gut, auch aus sportlichen Gründen und natürlich für denjenigen, der betroffen ist, dass man eine Chance hat, ihn rauszunehmen, dass der auch nicht den Druck hat. Ja. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt auch keiner nach, sondern wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt eben jemand auch für mich nach. Ja. Sie wissen ja, wie das ist mit den Spielern, die verletzt sind. Da ist Adrenalin drin, die wollen natürlich spielen, gerade wenn es jetzt wie bei uns ein Derby gewesen ist. Anderes wichtiges Spiel ist, da ist der Spieler naturgemäß immer geneigt, weiterspielen zu wollen. Und das würde vielleicht auch ein bisschen den Druck von den Spielern nehmen, aber natürlich auch vom Trainerteam
weil es halt immer eine schwierige Entscheidung ist, aber manchmal muss man sie halt treffen. Zusätzliche Wechsel sind für Al-Sadi also eher begrüßenswert. Was das heiß diskutierte generelle Kopfballverbot angeht, sind sich Profi und Mannschaftsarzt einig. Der Kopfball gehört zum Fußball, so wie wir ihn kennen. In der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison wurden ohne Relegation 954 Tore erzielt. Flanken und hohe Bälle gehören für viele Teams zum Standardrepertoire. Auch deshalb gab es 164 Kopfballtore. Und die müssen deshalb auch trainiert werden. Misslich wäre es, das Kopfballspiel als integralen Bestandteil weiter im Fußball zu haben. Und der Kopfball ist eigentlich kaum trennbar in unserer aktuellen Vorstellung, nach unserem Verständnis, wie wir Fußball spielen heutzutage. Aber eben Nachwuchsspielerinnen und Spieler zu haben, die das nicht trainiert haben. Ja. Und was wir, es ist noch nicht wissenschaftlich vollends bewiesen, aber es gibt ja Hinweise darauf, dass eine kräftige Nacken-Schultermuskulatur auch ein wesentlicher Stabilisator ist und ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass schwerere Kopfverletzungen verhindert werden können. Es gibt ja vom DFB, es ist keine Leitlinie, aber Handlungsempfehlung, wie man das Kopfballspiel auch schon im Kinder- und Jugendbereich berücksichtigen kann. Das eine ist natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen dort sagen, also jeden Tag Kopfball üben ist nicht drin. Ja, also da muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen, wie man das planen möchte. Ja, dafür wird auch dann Bewusstsein natürlich geschaffen, weil sich das Trainerteam Gedanken machen muss, was grundsätzlich immer gut ist, wenn sich jemand schon mal Gedanken gemacht hat. Und natürlich kann man auch mit der Größe und dem Gewicht der Bälle auch gucken, dass man da jetzt natürlich nicht den schwersten und dicksten Medizinball nimmt für die 14-Jährigen, sondern dass man das eben anpasst und dass man das dann eben nicht aus dem Schuss heraus macht, aus der Flanke, sondern man kann den Ball auch zuwerfen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das Kopfballspiel, denke ich, so zu trainieren, dass der Nutzen auch größer ist als eine Verletzungsgefahr. Tatsache ist, dass die ersten Schritte gemacht wurden, vor allem im Jugendfußball wie hier in Dresden. Tatsache ist, dass sich die Diagnostik zu Gehirnerschütterungen am Spielfeldrand stetig verbessert mit mehr Forschung und mehr Aufmerksamkeit. Tatsache ist, dass für Spielerinnen, Spieler, Trainer und Vereine der Kopfball zum Fußball untrennbar dazugehört und nicht abgeschafft werden sollte. Tatsache ist aber auch, dass das Thema weiter Öffentlichkeit bedarf, vor allem von uns Medienschaffenden. Die Erzählungen, von denen in manchen Sportreportagen zu hören ist, vom starken Mann, der sich durchbeißt und über den Schmerz spielt, muss aufhören. Das ermutigt am Ende des Tages Trainer dazu, Spieler dazu, Risiken einzugehen, die kein Profigehalt der Welt bezahlen kann. Für uns bleibt am Ende der Recherche die Frage, warum das Thema nach wie vor mit so einem Tabu behaftet ist. Warum niemand wirklich darüber spricht. Die Menschen, die wir getroffen haben und die wir gefragt haben, haben dazu jeder ihre eigene Theorie. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Vorstellung, warum das ein Tabuthema ist. Und ich glaube, einige haben auch so ein bisschen aus meiner Sicht unnötigerweise die Angst, dass man das jetzt negativ belegen möchte, auch mit den Fragen, die berechtigt sind. Letztendlich ist es ja ein modernes Gladiatorentum. Also ich trage meine Haut ja zum Markte als Profispieler. Die meisten scheiden ja aus mit nicht gesund, sondern mit irgendwelchen Knieverletzungen oder sonstigen Dingen. So. Und das ist schon mal ganz schlecht. Also wenn ich irgendwie das Risiko habe, dass ich irgendwann an Parkinson, Demenz oder sonst was erkranke, damit möchte ich mich erstmal nicht beschäftigen. Das ist von Spielerseite aus, glaube ich, der Punkt. Und von der Trainer- oder Geschäftsführerseite ist es, oder vom DFB ist es einfach die Befürchtung, dass das unattraktive wird. Na, es ist schon ein diffiziles Thema, weil die Positionen weit auseinander sind. Und vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, will der eine oder andere sich nicht dort zwischen die Stühle begeben und behält dann sein Konzept lieber für sich. Für mich ist es Teil des Sports und das gehört einfach für mich mit dazu zum Fußball, ohne Diskussion. Wenn euch der Film gefallen hat, dann helft uns, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten. Teilt das Video, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Es ist wichtig, genau hinzuschauen, im Sport, im Fußball, vielleicht vor allem im Fußball.
Genau hingeschaut hat auch Fabian, der sich mit Sponsoring und Sportwettenanbietern befasst hat. Und Laura, die sich einem anderen medizinischen Thema gewidmet hat, nämlich warum Frauen in der Medizin oft vergessen werden. Schaut gern rein. Und wir gehen jetzt kicken.